so schön für einen breiten Strahl hier einsammeln. Den werden wir dann demnächst auch benutzen. Jetzt bin ich aber ehrlich gesagt erstmal richtig, richtig froh, dass ich das jetzt überstanden habe. Denn ich habe wirklich jetzt richtig einen Hass gekriegt. Also ich habe jetzt echt keinen Bock mehr gehabt hier auf den Mist. So, jetzt gehe ich aber erstmal zurück und speichere. Übrigens habe ich jetzt auch, ich habe natürlich vorher jetzt auch gespeichert, weil ich keine Lust hatte, nochmal alles nachzuspielen. Ich hatte auch jetzt gerade was sehr Seltsames festgestellt. Wir werden es gleich sehen, wenn ich an das Speicher-Ding gehe. Wenn wir auf die Zeit schauen, bei unserem Spielstand. Auf einmal steht da 11 Minuten 32. Ich weiß nicht, was hier los ist, ob das die 5 zu 0 gemacht hat oder was genau hier eigentlich ist. Nee, das kann eigentlich auch nicht ganz sein. Ich weiß nicht, was der sich jetzt dabei denkt hier beim Speichern. Aber jedenfalls zeigt er jetzt eine ganz andere Zeit an. Ich hoffe, dass der Speicherstand funktioniert. Aber wenn nicht, haben wir ja zum Glück noch einen zweiten, noch so zur Sicherheit, dann müsste ich es halt nochmal bis dahin... Fick deine verfluchten Frame-Einbrüche. Dann müsste ich es halt nochmal bis dahin nachspielen, würde sich halt nicht ändern lassen, aber damit könnte ich leben, denke ich. Oh, ich hasse es, was ist denn hier los, Mensch? Ehrlich mal, also... Ich habe es übrigens immer noch nicht geschafft, meinen Lüfter mal zu reinigen, oder reinigen zu lassen, das wollte ich ja eigentlich mal machen. Ich glaube auch, dass es sehr stark mit daran liegt, aber... Es kann doch nicht sein, ich habe vor ein paar Tagen das letzte Mal aufgenommen, da lief das relativ flüssig und jetzt geht hier so eine Scheiße ab, das kann doch nicht sein. So, danke, schön, dass es wieder flüssig läuft, schön. Und ich frage mich auch, was das manchmal ist, dass Isaac einfach geradeaus weiterläuft, obwohl ich gar nichts drücke. Egal. Steuerung der Mineralienaufbereitung. Ja, Schwerkraft ist wieder hergestellt, ach nein, Verarbeitung. So. Kommt hier jemand? Ich hoffe nicht. So, erstmal sammeln, wie immer eben. Schön, dass es hier wieder viel Plasma-Energie gibt zum Aufzug. Ich nehme an, da müssen wir auch hin. Ein Schlüssel für das Abbaudeck. Alles klar. Der Schlüssel sein, Isaac. Damit kommst du in den Kontrollraum und kannst den Asteroiden abfeuern. Vergiss aber nicht, den Sender vorher anzubringen. Ich habe noch einen Bericht über den Wahnsinn der Kolonisten gelesen. Alles schien anzufangen, als sie den Marker auf dem Planeten holten. Weiß Gott, wie lange der schon da unten war. Ja, das ist ja nichts Neues mittlerweile, Kendra. Das wissen wir doch schon, dass der Marker dafür verantwortlich ist. Das haben wir ja jetzt schon zigmal gehört eigentlich. Na gut, soll sie halt weiter recherchieren in die Richtung, ist ja schön. Ich wäre ja sehr dafür, das Ding einfach rauszuschmeißen hier, von Bord zu schmeißen. In diesen Gravitationsstrahl rein oder so. So, dann mal auf zum Aufzug. Gibt's hier erstmal Klappen, durch die die... Dieses Lüftungsding sieht doch so aus, als ob es ausgeworfen werden könnte. Ach nee, hier ist er noch gar nicht, der Aufzug. Na dann. Schön, dass wir unseren Energieknoten wieder zurückgekriegt haben, den wir gerade verwendet haben. Beine. Wow. Nicht cool. Und ich kann nicht durch die Tür. Es war so klar. Aber es kommt keiner. Das Ding sprengt's weg, aber es kommt keiner. Okay, dann gehe ich halt. Habe ich nichts gegen. So. Läuft's denn dann mal wieder irgendwann? Achso, wir sind jetzt wieder hier. Ach. Was? Alles klar, wir sind jetzt also einmal im Kreis gelaufen sozusagen. Na dann. Na dann. Bitte recyceln Sie regelmäßig nicht benutzte Materialien. Vielen Dank. Ja, klar doch. Was sonst? Gut. Ah nee, eigentlich brauche ich nicht. Ach komm, scheiß drauf. Speichern wir halt nochmal. Hey, ich bin gut, oder? Ich habe noch nicht mal 20 Minuten gespielt und bin schon im Kapitel 7. Das soll mir mal einer nachmachen. Sterben! So, gib mir was, los, gib mir was. Ich will Gegenstände von dir haben, mein Freund. So, ich habe jetzt aber gerade irgendwie meine Schreckhaftigkeit überwunden. Vorher war ich ja in der Aufnahmesession jetzt gerade relativ schreckhaft. Ich habe Zugang zum Aufzug des Schürfunterdecks. Es war eine Sicherheitsabschottung, obwohl ich bezweifle, dass es ihm geholfen hat. Da du jetzt den Sender und den Schlüssel hast, solltest du herkommen.
Scheinbar wird der Asteroid von Gravitationsstrahlen an Ort und Stelle gehalten. Du wirst sie deaktivieren müssen, bevor du ihn starten kannst. Na klar, was sonst? Okay, Aufgabe inaktiv, hä? Aufgabe hinzugefügt, super. So ein Zufall aber auch, dass Kendra es genau jetzt hingekriegt hat, auf dem Abbaudeck das anzuschmeißen, das Ganze. So, dann gehen wir mal dahin. Und ich bin wieder misstrauisch, wie auch schon zuvor. Oh. Okay. Sieht äußerst einladend aus hier. Hallo? Ich schieß einfach mal ins Finstere rein. Was? Wie viele denn, Leute? So, einfach mal drauf. Der breite Strahl wird's schon richten. Gut, haben wir jetzt alle erwischt. Das wäre ja sehr cool. Ripperklingen. Oh ja, Ripperklingen habe ich jetzt auch schon wieder viele. So, ach schön. Wenigstens gibt jeder von denen ein bisschen Muni ab. Das freut mich. So, und es hakelt schon wieder. Welch eine Freude. So, begeben wir uns mal hier raus. Ja. Ja, schön. Gib, lauf doch nicht drüber, Isaac. Gott verdammt, bleib doch stehen, wenn ich aufhöre zu drücken. Ach, eingesammelt hat das schon. Das ist aber schön. Eine Sekunde bitte. Ich warte noch, bis das Spiel wieder halbwegs flüssig läuft. So, wunderbar. Ach schön, hier haben wir noch ein bisschen Versorgungskram. Plasma-Energie, sehr schön. Wie wär's mal, ey, wie wär's mal mit Leben? Ach komm, Junge. Du wirst ja wohl hinkriegen, diese Dinger kaputt zu machen. Ah, was? Ihr Mistratten. Ihr seid ja solche Drecks, Arschkrampen. So, auf... Ah, ich hasse diese Biester. So, haben wir sie beseitigt, okay. Gucken wir mal, was haben wir denn hier Schönes? Hier ist eine Werkbank. Was? Hazard, Exposed Power Shock. Aha. Mal wieder eine Batterie, die wir dann bestimmt irgendwo anders einsetzen müssen. So, haben wir denn jetzt noch... Wir haben noch eine Werkbank hier. Quatsch, noch einen Energieknoten für die Werkbank. Was könnten wir denn mal auffüllen? Vielleicht ein Plasma-Cutter, da habe ich den Schaden schon aufgefüllt, okay. So, Rick hatte ich soweit schon gemacht. Chinese brauchen wir eigentlich nicht. Stase will ich eigentlich auch nicht unbedingt. Eigentlich ist es schon ganz gut, wenn wir ein bisschen mehr auf die Waffen gehen. Ripper mag ich nicht so, deswegen werde ich die nicht verbessern. Aber vielleicht doch die Strahlenkanone. Ach, hier hatte ich schon den Schaden gemacht, okay. Hier auch. Impulsgewehr ist der Schaden mir zu weit weg und vor allem will ich auch beim Impulsgewehr eigentlich nichts verbessern. So, dann machen wir mal hier den Dingens, den Plasma-Cutter. Ja, gehen wir erstmal auf die Kapazität, würde ich sagen, die schon hier als erstes mit da liegt. So, haben wir unseren Knoten verbraten. So, ich weiß nicht, ob wir mal... Boah, Alter! Da gibt's Fett aufs Maul für. Fürs Erschrecken. Wie mies ist das denn? Wie mies ist das denn, ey? Das war echt böse. So, ich glaube, ich gebe es aber jetzt doch gleich auf. Ach fuck, das war jetzt dumm von mir, das Ding zu benutzen. Ich glaube, ich gebe es jetzt aber doch gleich auf, weil es ist einfach zu nervig, gerade hier mit den Frames und so, ne? Ich gucke aber nochmal kurz hier drüben. Wir wollen uns ja mal einen Überblick über das Deck zumindest verschaffen. Hier ist auch noch ein Räumchen. Ah, hier drüben muss eine Batterie rein. Wo kommen denn eigentlich immer diese Massen von Gliedmaßen her? Sammeln die hier Arme oder was? Hatten sie keinen Bock, noch ein paar Beine und ein paar Körper mit dazu zu legen? Ich finde das immer so komisch, dass an bestimmten Orten ganz viele Arme oder ganz viele Beine rumliegen. So, genau. Hier drüben haben wir den Aufzug. Auf der anderen Seite haben wir die Batterie.
Ich befürchte bloß, dass das Licht ausgehen wird, wenn wir die Batterie rausnehmen dort, um die beim Aufzug einzusetzen. So, ansonsten... Ach, wir müssen ja... Nein, wir müssen noch darüber, okay? So, ich guck mal kurz... Weg zur Asteroidenabbausteuerung. Aha. Aber hier muss ich ja nicht lang, ne? What? Wo kam der jetzt her? Egal. Gut, okay, das machen wir dann beim nächsten Mal. Da werden wir dann eruieren, wo wir lang gehen müssen und was genau wir hier tun müssen. Und ich werde nochmal ganz kurz im Shop schauen. Und natürlich hier alles... Ach genau, hier bin ich ja noch gar nicht gewesen. Logbuch des Verarbeitungsdecks, Supervisor Second Engineer Dallas. Das hier wird mein letzter Eintrag sein. Ich habe gesehen, was Sie mit den Leichen machen, was aus Ihnen wird. Ich werde nicht zulassen, dass das mit mir passiert. Wenn ich keine Gliedmaßen mehr habe, kann ich wenigstens niemanden mehr töten, wenn ich infiziert bin. Bitte sagen Sie Dawn und den Kindern, dass ich sie liebe. Oh. Oh Gott! Oh. Noch einer! Noch einer! Oh, Alter! Boah, der Typ hat ja ein Rad ab, ey. Boah. Ja. Ich glaube, das kostet äußerst viel Überwindung. Wobei es mit dem Plasma-Cutter noch geht. Wenn er jetzt bloß eine rostige Säge zur Hand gehabt hätte, wäre es, glaube ich, noch schlimmer gewesen. So, wir gucken noch mal kurz in den Shop rein. Ob wir dann irgendwas fair bzw. ankaufen können. Erstmal verkaufen. Natürlich ein Halbleiter-Rubin. Hui, wo habe ich denn den aufgesammelt? Keine Ahnung, wo der herkommt. Wir haben aber jetzt wieder ganz gut Medipacks, sehe ich gerade. Das ist schon mal ganz schön. Stase kann man weg eigentlich. So, Plasmaenergie, Strahlmunition. Oh, Strahlmunition habe ich wirklich viel. Gut. Dann werde ich jetzt in Zukunft erstmal den Strahldingens benutzen da. Die Strahlenkanone. Und vielleicht noch den Ripper. Okay. Dann war es das eigentlich soweit jetzt erstmal. Ich gehe mal zum Speicherpunkt rüber und dann werden wir uns in der nächsten Aufnahme wiedersehen. Vielleicht läuft es dann mal endlich ein bisschen besser. Also heute war es ja wirklich extrem schlimm. Und ich hoffe, der Spielstand ist auch wieder ladbar. Das werden wir dann auch feststellen. So, und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Aufnahme. Gehabt euch wohl und tschüss.